Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Wir sind wieder da und ihr auch. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer. Das ist eine freie Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Ihr könnt mit mir sprechen über all das, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah. Sarah ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich werde seit 4 Jahren gestalkt. Das heißt, seit 4 Jahren stellt dir jemand nach? Aber so richtig böse, ja. Erzähl mal ein bisschen näher. Der sitzt den ganzen Tag bei mir vor der Haustür, also auf der anderen Straßenseite auf dem Bürgersteig. Er macht sich also nicht strafbar. Und Der sitzt jeden Tag bei dir vor der Haustür? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Und kannst du ihn vom Fenster aus sehen? Ich kann ihn von meinem Küchenfenster aus sehen, ja. Kennst du diesen Mann? Hast du den damals mal irgendwann kennengelernt? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie mit Bewusstsein irgendwie wahrgenommen. Wie fing das damals vor 4 Jahren an? Ich weiß es nicht. Auf einmal saß er da. Ob ich ihn im Supermarkt oder was weiß ich, ob er mich da irgendwo gesehen hat, keine Ahnung. Aber irgendwann musst du doch kapiert haben, der sitzt da wegen mir. Wie kam das? Ja, er saß da und hat das Haus beobachtet. Gut, aber da wohnst nicht nur du. Im Fernglas, doch, wir haben Eigentum. Ach so. Mhm. Ey, das ist ja, der sitzt seit fast 4 Jahren jeden Tag. Nein, ich bin auch schon 400 Kilometer weit umgezogen wegen dem. Und er ist nachgekommen? Ja. Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet und habe 2 kleine Kinder. Und dieser Mann sitzt fast immer bei euch vor der Haustür und starrt bei euch an das Haus. Im Fernglas, ja. Das ist ja unfassbar. Das geht einem auch irgendwann richtig auf die Nerven. Bist du mal hingegangen? Hast du ihn angesprochen? Nein, die Polizei hat mir davon abgeraten, sonst könnte er sich noch von mir animiert fühlen, haben die gesagt. Wie machst du das, wenn du aus dem Haus rausgehst? Gehst du an dem vorbei? Ja, und er fährt mir auch zum Einkaufen nach. Und zu anderen Dingen auch, wenn du... Ja. Hast du Angst um deine Kinder? Ja, klar. Das muss einen psychisch doch irre fertig machen. Ja, es macht einen fertig. Ich sag mal, man kann ja nur nachts leben irgendwie. Ich fühle mich beobachtet, wenn ich zur Toilette gehe, ne? Sitzt der jetzt im Moment auch bei dir vom Haus? Nee, nachts sitzt er nicht hier, ne? Du weißt überhaupt nichts über diesen Mann? Nein. Du weißt nicht, wo der wohnt, was der macht? Nee, gar nicht. Vor allen Dingen weißt du auch nicht, warum der auf dich gekommen ist. Genau. Vielleicht geht es ja gar nicht um dich, vielleicht geht es um deinen Mann. Ja, mein Mann hat ihn ja schon mal angesprochen und ihn am Schlawittchen so genommen, ne? Mhm. Und dann hat er meinen Mann angezeigt. Mhm. Das ist die Hölle. Ruft er auch an? Nein. Schreibt er? Nein. Er ist nur da? Ja. Da könnte man ja sagen, er ist nur da, den kann man ignorieren. Kann man aber nicht mehr. Nee, das glaube ich. Ich immer sage dir mal was, das ist so, da sitzt jemand und macht nichts und zerstört trotzdem irgendwie mein Leben. Der sitzt mit dem Fernglas da bei euch vorm Haus? Richtig. Kann der bei euch auch in den Garten reingucken? Ja. Das heißt jetzt, wo es schön ist und ihr im Sommer draußen sitzt, sieht der euch auch? Richtig. Der ist nur da und guckt? Richtig. Das ist ja die Hölle. Ja, das ist wirklich die Hölle. Entschuldigung. Ja, der Polizei sind die Hände gebunden. Und noch gibt es kein bundesweites Gesetz. Ich glaube, die Hessen sind da Vorreiter. Ja, ich wohne in Niedersachsen. Ja, ich glaube, da kann man da schon was unternehmen. Ich glaube, in Deutschland noch nicht. Das ist irgendwie bundesweit noch nicht. Das ist in der Mache. Richtig. Du hast mit der Polizei gesprochen, die haben gesagt, da kann man nichts tun. Ja. Solange der nichts macht, der darf da sitzen und gucken. Genau, die haben gesagt, sobald er mein Grundstück betritt, nehmen die den fest. Hast du mit dem Weißen Ring mal gesprochen? Auch. Und was sagen die? Die können auch nichts tun. Die können auch nichts tun. Nee, ich habe auch schon mit einem Polizeipsychologen gesprochen. Und der hat gesagt, dieser Mensch, der weiß ganz genau, was er tut. Der weiß ganz genau, wo seine Grenzen sind. Das ist ja die Inkarnation des Bösen. Ja. Wenn dieser Mensch, wir müssen uns das nochmal vor Augen halten, 4 Jahre dich hinter dir her ist, ohne dich zu berühren, ne? So kann man es ja sagen. Ja. Ohne dir zu nahe zu treten, ist er dennoch ganz nahe bei dir. Richtig.
der fährt mir zum Einkaufen nach, zum Beispiel. Und der weiß, was wir uns hier morgens aufs Butterbrot legen, zum Frühstück und sowas. Der schreibt sich alles auf, was ich einkaufe. Beobachtest du ihn dabei, dass er das... Ja, natürlich. Der steht ja neben mir und schreibt sich dann alles auf. Du kannst ja im Supermarkt keinen Aufstand machen, oder? Nee, wie nah kommt der an dich ran im Supermarkt? Also so 10 Meter. Und schreibt, guck dich an. Was für einen Gesichtsausdruck hat der? Ja, so nach dem Motto, ja, ich will ja nur mal gucken, was du da in deinem Wagen hast. Ist in dem Gesichtsausdruck auch irgendwie eine Häme, dass er grinst? Nein, ein bisschen? Also ich habe das mittlerweile irgendwie verlernt, Gesichtsausdrücke zu. Wie habt ihr euch denn in dem Haus geschützt? Habt ihr dicke Gardinen davor? Ja, natürlich. Und wir lassen halt, solange es geht, irgendwie morgens beim Frühstück auch die Rollläden hier runter, ne? Das ist auch nicht für die Kinder so schön, ne? Ist das Haus denn so, dass rundherum irgendwie Straßen sind? Ja, das ist hier ein Neubau. Wir haben neu gebaut hier. Ach, das auch noch? Ja, es ist, weiß ich nicht, es ist ganz schwierig so. Also wie ist das? Von einer Seite Straße oder von mehreren Seiten? Ja, von drei Seiten. Von drei Seiten? Ja. Die Hecke ist ja noch nicht groß genug. Wann habt ihr denn da gebaut? Vor 2 Jahren. Das heißt, da war dieses Problem schon... Ja, wir sind ja extra 400 Kilometer weit umgezogen. Wir sind von Bremen an einen Ort gezogen. Also den möchte ich hier nicht so irgendwie sagen. Nein, natürlich nicht. Nein. Und hier wohnen 20 Leute in dem Dorf. Und wie lange hat das gedauert, bis der... 2 Wochen. Unglaublich. Unglaublich. Das ist ja hochgradig gespenstisch. Das macht mir auch Angst, in meiner Familie auch. Welche Auswirkungen hat das? Ich meine, ich muss das immer wieder wiederholen. Das sind 4 Jahre. Ja. Das sind nicht 4 Monate mal. Ja, genau. Welche Auswirkungen hat das auf eure Familie? Alles. Ich sag mal, man überlegt sich halt zweimal, ob man mit den Kindern irgendwo hinfährt oder so. Ich kann dir nochmal ein Beispiel erzählen. Mhm. Wir waren letztes Jahr in meinem Schwimmbad. Mhm. Er ist nachgekommen, hat geguckt, wo wir hinfahren, hat dann gesehen, wir fahren ins Schwimmbad, ist dann nach Hause gefahren, hat sich seine Badeklamotten geholt und legt sich dann wirklich kackendreist mit seiner Wolldecke neben uns. Das heißt, dieser Mann muss sich dann auch in eurer Umgebung irgendwo eine Unterkunft besorgt haben. Genau. Der muss nicht arbeiten, weil er jeden Tag da sitzt. Richtig. Wie ist es, wenn ihr, weiß ich jetzt, spazieren geht sonntags? Ist er da? Man ist nie alleine. Geht er immer hinter euch her? Ja. Überall hin, in die Stadt. Und ja, überall, wirklich. Also wenn du, ich sag's mal einfach ein paar Beispiele, wenn du zu einem Arzt musst. Ja, das steht dann davor. Ich habe wegen dem auch meinen Job verloren. Der hat den ganzen Tag vor meiner Firma rumgelungert. Und das hat mein Chef sich nicht lange angeguckt. Ne? Aber das kann dem Chef doch egal sein, wenn da jemand... Nein, aber das Ding ist, ich meine, wenn er den ganzen Tag mit dem Feldstecher vor der Firma steht. Stimmt, ne? Ja. Ja gut, aber was ist das für ein Chef, dass er dich dann entlässt? Ja gut, aber sie funktioniert nicht. Ich bin in so einer Männerdomäne angestellt, ich bin Kraftfahrzeugingenieurin. Und das ist so, naja. Nochmal die Frage auf deine Familie bezogen. Ja. Ist dieser Mann dabei, eure Familie zu zerstören? Ja. Inwiefern? Ach, das ist einfach Psychoterror. Ich sag... Hallo? Ja, hallo? Ja, da war gerade eine Störung. Ich sag, man kann nicht mehr so... unbeschwert sein, irgendwie. Na, überhaupt nicht. Man kann überhaupt nicht frei leben. Deswegen fragte ich und kann mir das auch vorstellen, dass das schon eine permanente Belastung für die Ehe, für die Familie. Ja, für die Kinder. Für die Kinder. Ich habe ja auch Angst. Meine Kinder sind 5 und 3 Jahre alt. Ne? Ja. Die kann ich ja nirgendwo mal alleine auf den Spielplatz oder in den Garten lassen oder sowas. Ne? Das heißt, diese Kinder sind jetzt mit dieser Belastung aufgewachsen. Die kennen das gar nicht anders. Genau. Die wissen, da ist immer irgendein Typ draußen, der guckt. Richtig. Guckt da rein. Richtig. Hast du dich mal dabei erwischt, dass du kurz davor warst, irgendwas zu tun, was du nicht tun solltest? Ja. Was wolltest du tun? Ich wollte ihn eigentlich schon mal mit dem Auto über den Haufen fahren. Solche Gedanken kommen einem irgendwann. Ja, das ist auch menschlich. Das darfst du natürlich nie tun. Aber dass solche Gedanken kommen, ist, finde ich, völlig normal. Und die hätte ich auch. Die hätte ich auch. Das ist wirklich die Hölle. Und du hast wahrscheinlich 100.000-fach schon in allen Varianten gegrübelt. Du hast keine Idee, was die Motivation dieses Mannes sein könnte. Nö. Und woher der kommen könnte, aus welcher Vergangenheit, aus deiner irgendeinen Verstrickung, gar nichts. Gar nichts. Ich bin sprachlos und bin fassungslos, was ihr da mitmacht.
Und vor allen Dingen, allen sind die Hände gebunden. Ich habe natürlich jetzt auch keinen klugen Ratschlag. Entschuldigung. Ich könnte nur mal fragen, hier raus, ich gucke in die Kamera und spreche ins Mikrofon, ob irgendjemand eine Idee hat, was man tun könnte. Wir kriegen oftmals gute Ratschläge von den Zuschauern. Das ist gut. Würden wir gerne an dich weiterreichen. Bitte, wenn ihr irgendeine Idee habt, dann mailt uns, domian@wdr.de, und wir geben das gerne an Sarah weiter. Okay. Wenn wir helfen könnten. Ja, das wäre super. Ich würde auch mal gerne mit dir vereinbaren wollen, Sarah, dass wir in Kontakt bleiben. Ja. Dass wir vielleicht immer wieder mal telefonieren, vielleicht auch kannst du Bescheid geben, welche Informationen von den Zuschauern gekommen sind, was du damit anfangen konntest und so weiter. Klar, mach ich. Also ich drücke mal die Daumen, dass irgendwas kommt, was euch vielleicht einen Tick weiterhelfen könnte. Ich weiß zwar nicht was, aber wer weiß. Okay. Sollen wir es machen? Darf ich dir noch was sagen? Ja. Du machst deine Sache unheimlich toll. Ich finde deine Sendung gut. Ich gucke die jeden Tag und weiter so. Herzlichen Dank, Sarah. Freut mich sehr, dass du sagst. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser kostenfreien Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Heute Nacht freie Themennacht. Wie immer, freitags. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Tobias ist hier. Tobias ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Tobias. Hallo. Es ist nur Schweigen in der Leitung, aber ich habe die Leitung gedrückt. Tobias, bist du da? Hallo, hallo? Nee, da ist irgendein Klemmer in der Leitung. Dann nehmen wir die Tina. Tina ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tina. Was ist dein Thema? Ja, ein ziemlich schwieriges Thema. Und zwar bin ich halt vor ungefähr einem Jahr in einer Traumaklinik gewesen. Mhm. Warum? Weil ich halt in meiner Kindheit sexuell missbraucht worden bin. Von wem? Von meinem 6. bis 8. Lebensjahr von einem früheren Nachbarn. Mhm. Und als ich so 10 oder 11 war, hat mein Onkel das dann fortgesetzt. Dann? Wie lange nochmal? Der Onkel, wie lange hat das dann nochmal angedauert oder war es eine einmalige Geschichte mit dem Onkel? Nee, das war schon ein paar Mal, aber ich weiß halt nicht mehr jetzt genau, wie lange das war. Ja. Weil mir halt einfach ziemlich viele Teile aus meinem Leben halt fehlen. Verständlicherweise, dass das Gehirn vieles einfach wegblendet, was zu schmerzlich ist, was man dann vergisst. Das einfach weg ist. Ja, aber du warst vor einem Jahr in dieser Traumaklinik, wegen der Vorgeschichte. Genau, nachdem ich halt von Klinik zu Klinik gekommen bin und keiner mir helfen konnte und ich habe dann halt alle Hoffnungen halt in diese Klinik halt gesetzt. Mhm. Ja, und da ist dann halt, ja, wie soll ich sagen, das hört sich so unglaubwürdig alles an, aber da ist mir das Gleiche dann halt nochmal passiert. In der Klinik? In der Klinik, ja. In der Klinik ist hier jemand sexuell zu nahe getreten? Ja. Ein Patient? Schlimmer. Ein Pfleger? Ja. Oder ein Arzt? Nee, ein Pfleger. Und was ist genau passiert, wenn du es erzählen magst? Also es fing halt schon... Also am ersten Tag, als ich da ankam, da hatte dieser Pfleger halt Tagdienst. Mhm. Und der kam mir halt von Anfang an schon total komisch vor, weil er mich auch total bequatscht hat, so von wegen, ja, ich soll mich bloß von den anderen Patienten fernhalten. Mhm. Das wäre nicht gut, wenn ich da irgendwelche Kontakte hätte. Und ich sollte halt gucken, dass ich für mich alleine bleibe und halt all solche Sachen. Mhm. Und das kam mir halt auch schon total komisch vor irgendwo. Mhm. Na gut, aber ich habe mir dann nachher halt auch nichts mehr dabei gedacht. Ja. Und ja, eines Tages hatte dieser Pfleger dann halt Nachtdienst. Und er hat mir dann halt abends meine Medikamente gegeben. Mhm. Und ich habe auch gar nicht weiter jetzt großartig darauf geachtet, was ich da geschluckt habe. Ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das wären halt meine ganz normalen Medikamente, wie immer halt. Mhm. Und bin dann halt auch in mein Zimmer gegangen,
also es war halt so, dass in dieser Klinik halt nur 6 Patienten pro Station halt waren. Mhm. Und jeder halt auch sein eigenes Zimmer hatte. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin dann halt in mein Zimmer gegangen und auf einmal, ich war total, ja, wie benebelt irgendwie. Das heißt, du vermutest, er hat dir irgendetwas gegeben, was eben nicht deine Medikamente waren, sondern um dich erstmal ein bisschen auszunocken. Ja, weil ich habe das vorher nie gehabt von den Medikamenten. Waren das klasse, so was man so unter K.O.-Tropfen versteht? Oder hast du dann eine Erinnerung an das, was passiert ist? Ich habe teilweise eine Erinnerung. Mhm. Was genau erinnerst du? Also er ist auf jeden Fall halt in mein Zimmer gekommen. Mhm. Und hat mich dann überall angefasst und ist wie ein Tier über mich hergefallen. Aber was dann halt noch anderes war, das weiß ich halt nicht. Mhm. Du, ich bitte verstehe jetzt meine Frage nicht als Beleidigung. Du bist ganz sicher, dass das real war, dass du das nicht irgendwie, dass das nicht eine Vision war oder ein Traum war? Das habe ich am Anfang auch gedacht. Mhm. Und hab mir selber gesagt, das kann nicht sein, sowas gibt's nicht, schon gar nicht in der Klinik. Mhm. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich weiß jetzt hundertprozentig, dass es so war. Was macht dich so sicher? Erstmal, weil sowas denkt man sich nicht aus, sowas kommt nicht einfach so. Nee, aber es könnte schon eine Kapriole des Gehirns sein, vor allen Dingen, wo du dich mit der Thematik beschäftigt hast. Ich will es dir nicht ausreden, bitte verstehe mich nicht falsch. Nein. Aber solche Fragen kommen ja erstmal auf, über die kann man ja sprechen. Ne, es könnte ja sein, würde ich jetzt mal so als Laie mutmaßen, okay, sie ist in einer Traumata-Klinik und sie beschäftigt sich mit ihrem sexuellen Missbrauch, dass vielleicht dann irgend so etwas hochkommt. Das habe ich zuerst auch gedacht. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem noch eigentlich einen Beweis dafür bekommen, dass das stimmen muss. Nämlich? Und zwar war halt in dieser Klinik, war damals auch eine männliche Person. Mhm. Und mit dem habe ich halt auch heute noch Kontakt. Und der war halt jetzt vor kurzem halt nochmal in derselben Klinik. Ja. Da war halt dieser Pfleger halt auch da. Mhm. Und da gab es dann halt auch irgendein Vorfall mit einer anderen Frau. Aha. Aha. Und dann war der Pfleger von heute auf morgen weg. Und dieser Bekannte halt von mir, der hat dann gefragt, ja, wo ist denn hier der Pfleger sowieso? Ja. Wieso ist der nicht mehr da? Und dann hieß es dann halt zuerst, dass der im Urlaub wäre. Mhm. Ja, und dann sind so 2 Wochen oder so vergangen. Mhm. Und dann hat er nochmal gefragt, ja, wo ist er denn jetzt? Mhm. Ja, der ist jetzt krank. Mhm. Also du vermutest, dass der da suspendiert worden ist, ja, weil was vorgefallen ist. Genau, es kam am Ende halt darauf raus, dass sie dann auch zu ihm gesagt haben, wissen Sie was, fragen Sie besser nicht mehr, wir können da jetzt nichts zu sagen. Mhm. So Tina, hast du denn damals oder jetzt im Nachhinein der Klinikleitung Signal gegeben, dass du, was du vermutest oder was du glaubst, was er mit dir gemacht hat? Nee, das habe ich mich nicht getraut. Warum nicht? Weil ich einfach Angst hatte, dass man mir das wieder nicht glauben würde. Mhm. Aber spätestens jetzt, nachdem du da auch noch diesen anderen Vorfall gehört hast, wäre das doch sicher sehr gut, wenn du es machen würdest. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach totale Angst und ich möchte das am liebsten alles vergessen. Mhm. Mhm. Verstehe. Einerseits verstehe ich das, andererseits denke ich, indem man Aussagen macht, kann man natürlich auch verhindern, dass dieser Mensch weiterhin irgendwie irgendwo sein Unwesen treibt und schlimme Dinge anrichtet. Wobei, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich weiß halt einfach nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Na, also ich finde, ganz entscheidend ist bei solchen Sachen immer die Stabilität der Person, sprich deine Stabilität. Wie geht es dir denn zurzeit? Wenn ich ehrlich sein soll, ich bin total am Ende. Ja, das höre ich auch. Ich habe... Grundsätzlich, und das kommt wahrscheinlich dazu noch, oder? Ja, da hängt noch so viel dran, weil durch diesen ganzen Mist, also durch diese ganze Lebensgeschichte halt, habe ich halt auch alles verloren. Mein
Meine Ehe ist daran zerrüttet. Ja. Meine Kinder sind von ihr weg. Wie viele Kinder hast du? Drei. Drei Kinder. Hm. Und Tina, bist du denn in Behandlung im Moment bei jemandem? Im Moment nicht. Mhm. Weil auch meine Krankenkasse halt, die stellen sich dann auch so ein bisschen quer und das muss erst alles geprüft werden. Verstehe. Und das ist auch verdammt schwer, überhaupt eine Therapeutin zu finden. Glaube ich. Glaube ich und weiß ich auch. Es ist nur wirklich Wahnsinn, was für Schicksalskonstellationen es gibt, dass jemand, der in der Kindheit schon so etwas erlebt hat, dass man dem das dann auch noch in einer therapeutischen Einrichtung auch noch antut. Ich hätte auch nie für möglich gehalten, dass sowas passieren würde. Also ich bin natürlich immer der Auffassung, sage ich jetzt nochmal, dass solche Leute natürlich angezeigt werden müssen und dass man das an die große Glocke hängt. Aber ich sag's nochmal, das musst du entscheiden, wie stabil du bist, ob du das aushältst überhaupt, diese ganze Tortur, die dann auf dich zukommt. Das ist eine sehr spezielle Fragestellung. Die würde ich jetzt gerne abgeben an meinen Psychologen. Die kann ich nämlich nicht beurteilen. Also ich kann es nur so rein sachlich sagen. Ich finde, dass natürlich so jemand angezeigt werden muss. Aber ich würde dich auch nie unter Druck setzen wollen, nach dem Motto, du musst das jetzt tun. Das wäre nicht in Ordnung. Das musst du für dich entscheiden. Ich weiß im Grunde genommen, dass es vielleicht irgendwo richtig wäre, das zu tun. Mhm. Aber irgendwo sehe ich mich überhaupt nicht in der Lage dazu, das zu tun. So, und dieses besprichst du jetzt mal eingehend mit dem Peter, mit meinem Psychologen. Jetzt klingelt hier gerade mein Handy. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe es nicht ausgeschaltet. Kein Problem. Tina, so machen wir das. Ne? Du legst es auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann könnt ihr diese Fragen mal besprechen. Wie du da vorgehst, ob du es machst, wann du es machst und so weiter. Mhm. Ja? Okay. Liebe Tina, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Ja, danke erstmal. Und noch was, deine Sendung ist total gut. Dankeschön. Ich finde das super, dass du dich so, dass du dich für die Probleme halt von anderen Leuten interessierst. Sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Das findet man halt nicht so oft. Vielen Dank, Tina. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. So, nochmals Entschuldigung wegen meines Mobiltelefons, was ich nicht ausgeschaltet hatte, aber ich habe es ja hier liegen gehabt, deswegen konnte ich schnell ausschalten. So, hier ist Frank. Frank ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank. Um was geht's? Ich möchte mit dir über meinen Sohn sprechen. Ja? Wie alt ist dein Sohn? 13 Jahre alt. Ja? Was ist mit ihm los? Mein Sohn ist an einem Gehirntumor erkrankt. Ja. Er ist 2001 erkrankt. 2002 wurde bei ihm ein Rezidiv festgestellt und also ist wieder etwas aufgetreten? Dass dieser Tumor wiedergekehrt ist. Mhm. Und ich meine, du kannst dir vielleicht vorstellen, für unseren Sohn tun wir alles. Mhm. Wir kämpfen mit Behörden. Ich muss das ein bisschen weiter ausholen. Lass mich nochmal fragen, damit ich mir so ein Bild von der Krankheitsgeschichte machen kann. Wie viel Mal ist er bis heute operiert worden? Er ist einmal operiert worden. Einmal. Und gab es Chemotherapien, Strahlenbehandlungen? Das ganze Programm. Er hat also hochdosis Chemotherapien bekommen. Mhm. Er hat 6 Wochen lang jeden Tag 2-mal Bestrahlungen bekommen. Mhm. Oh Gott, oh weia. Mein Sohn ist durch diesen Tumor ist er erblindet. Und durch diese Hochdosis-Chemotherapien, das ist ja auch eine Nebenwirkung davon, ist er taub. Mhm. Ist also mittlerweile taubblind. Ja. Er hat also noch ein ganz geringes Rest Sehvermögen, er kann hell und dunkel unterscheiden. Ja. Und manchmal ist es für uns überhaupt gar nicht möglich, sich mit ihm zu unterhalten. Wie verständigt ihr euch, wenn du sagst, er ist taub, er ist blind, wie verständigt ihr euch? Kennst du das Lormen? Nee. Das ist eine Taubblindensprache. Mhm. Dort tastet man Buchstaben in die Handfläche rein. Mhm. Mhm. Wie ist denn der aktuelle Gesundheitszustand von ihm? Im Moment ist er relativ stabil. Wir waren letztes Jahr 6 Wochen in der Kur. Mhm. Und vorletztes Weihnachten, da weiß er gar nichts mehr von. Also ich habe gedacht, er schafft es nicht bis zur Kur. Mhm.
wir waren in Bad Oechsen in der Kur. Ja. Und dort wurde er richtig, ist er richtig wieder schön aufgeblüht. Ist er im Moment tumorfrei? Nein. Das nicht. Ich war jetzt am vergangenen Mittwoch war ich wieder in Essen, in der Uniklinik, und dort hat man uns ein neues Behandlungskonzept vorgestellt. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Das heißt, dein Junge war bis zum Jahre 2001 ein völlig normales, gesundes, ein ganz normales Kind. Quick normales Kind. Wir haben 2000 haben wir uns ein Haus gekauft, in einer Nähe ist ein Wald. Er ist durch den Wald mit seinen Freunden. Er kam nach Hause und sagt, oh, meine Hose ist kaputt, meine Hose ist kaputt. Und dabei ist er in der Baustelle in so ein Moniereisen reingerutscht und hat sich wirklich eine tiefe Fleischwunde gerissen. Aber so ein ganz normales fitness Kind. Wie waren die ersten Anzeichen damals des Tumors? Es war von einem Tag auf den anderen wurde er schlapper. Ist eine Stunde nach draußen. Also er war normalerweise den ganzen Tag draußen. Und dann war er eine Stunde oder zwei draußen, kam rein und ach, bin ich müde, bin ich schlapp. Und wie gesagt, dann haben wir das ganz normale Programm gemacht, was Eltern machen zum Kinderarzt. Der hat Blutuntersuchungen gemacht. Das ist halt das ganz normale Programm. Er wurde auch, das hat uns der Kinderarzt erst hinterher gesagt, auf Leukämie getestet. Bis der Kinderarzt dann mal sagte, gut, dann mal zum Augenarzt. Das ist der Tag X 2001. Da ist es diagnostiziert worden. Meine Frau ist mit ihm zum Augenarzt und da muss man vorher so Tropfen reinmachen, dass sich die Pupille ein wenig weitet. Das haben wir hier zu Hause gemacht. Ist zum Augenarzt gefahren. Als sie aus dem Auto ausgestiegen sind, konnte mein Sohn, der Mike, der konnte gar nicht mehr laufen. Der Augenarzt, der hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was für einen Augeninnendruck er hätte. Von dort aus ging es mit dem Notarztwagen zum Kinderarzt. Und vom Kinderarzt ging es mit dem Notarztwagen in die Klinik. Zur Uniklinik nach Essen. Jetzt er hat also den gleichen Abend noch eine Notoperation gehabt. Jetzt sind viele Jahre vergangen seitdem. Das war im Jahr 2001. Was ist jetzt der ganz konkrete Grund deines Anrufes? Weswegen ich dich anrufe, ist Folgendes. Wir haben uns, wie gesagt, viel mit medizinischem Dienst rumgeschlagen. Das kann man vielleicht alles nachvollziehen. Mit Landschaftsverband, mit Krankenkasse, mit allem drum und dran. Aber immer hatte ich einen Ansprechpartner. Jetzt, mein Sohn, der hat Ergotherapie verordnet bekommen vom Kinderarzt. Und jetzt war ich vor 14 Tagen wieder beim Kinderarzt und sagte, so, wir brauchen wieder eine Verordnung für die Ergotherapie. Und sagte, das könnte er nicht ausstellen. Erklärst du mal, was genau Ergotherapie ist? Wie gesagt, mein Sohn ist taubblind und er muss viel fühlen. Er hat Gleichgewichtsstörung. Und bei dieser Ergotherapie, da gibt es einen Therapiehund, wo er wieder, sag mal, er kann sich auf den Hund legen, er kann mit dem Hund machen. Dort gibt es ein Bällebecken, wo er halt so Sachen, wo er seinen Tastsinn schärfen kann. Also für den Jungen. Ihm fehlen ja zwei Sinne. Also er hat nur noch das Fühlen und das Riechen. Für den Jungen enorm wichtig. Enorm wichtig. Ja. Und da gibt es jetzt Probleme. Es ist ein neues Gesetz rausgekommen, wobei das Ziel Heilung sein muss. Und das Ziel und kann man natürlich... Es gibt für meinen Sohn keine Heilung. Welche Prognose hat dein Sohn? Die Prognose meines Sohnes ist, dass er eigentlich gar nicht mehr da sein dürfte. Das heißt, alles, was jetzt geschieht, passiert, um dem Jungen das Leben, was er noch hat, so angenehm wie möglich zu machen. Domian, wir sind 5 Tage die Woche für unseren Sohn unterwegs. Wir fahren zum Kinderpsychologen, wir finanzieren selber, dass er reiten gehen kann. Jetzt im Sommer haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk in Essen, dass er 11 Tage mal mit anderen Kindern, dass er mit Kindern mal zusammen ist. Er ist seit 5 Jahren nur mit Erwachsenen zusammen.
Ich verstehe deinen Anruf jetzt quasi so als Notruf. Nein, wie gesagt, ich habe ein enormes Problem damit. Wegen dieser Ergotherapie. Mhm, ich konnte bisher immer jemanden greifen, der für irgendetwas zuständig war. Mhm. Sei es für die Taxifahrten, da ist das Sozialamt zuständig. Und dann konnte ich mit Leuten mich unterhalten und kämpfen. Ja. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht, weil es machen alles, die machen es alle richtig. Der Kinderarzt steht auf dem Standpunkt, wenn ich ihm jetzt die Ergotherapie verordne und er verstirbt, was leider Gottes nicht unwahrscheinlich ist, kriegt der Arzt Ärger. Dann kann die Krankenkasse den Arzt in Regress nehmen. Wie absurd alles. Ist pervers. Ja, es ist pervers. Muss ich ganz ehrlich sagen, es muss das Ziel Heilung sein, aber für meinen Sohn gibt es auch nur so einen Punkt wie Lebensqualität. Natürlich, natürlich. Ja. So, Frank, ich formuliere mal deinen Anruf um. Das heißt, die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, und ich wende mich jetzt hier an die Öffentlichkeit über die kleine Sendung Domian, gibt es eine Möglichkeit, wie man dem todkranken Jungen, meinem Sohn, diese Ergotherapie verschaffen kann? Ja. Und so schnell wie möglich, nicht erst nach 5 Monaten Briefkrieg. Wie gesagt, wir sind bei unserem Kinderarzt. Wir haben noch 2 ältere Brüder. Was kostet denn so eine Ergotherapie? Das kann ich dir nicht sagen. Also, dein Anliegen ist, das muss schnell passieren. Unser Kinderarzt hat jetzt nach langem Drängen, nach langem Bohren, wie gesagt, er kennt uns auch schon seit 18 Jahren. Mein ältester Sohn ist jetzt gerade 18 geworden. Wir sind seit Jahren sind wir bei ihm. Er hat uns jetzt das noch 5-mal verordnet. Einmal davon haben wir jetzt schon verbraucht. Und wie gesagt, ich war bei der Krankenkasse gewesen. Ich habe gesagt, gut, lass uns das Rezept vom medizinischen Dienst bestätigen. Und hat die Krankenkasse darauf verzichtet. Okay, das wird jetzt zu kompliziert. Ja. Das ist ein komplizierter Fall, in dem ihr da drin steckt. Es ist ganz einfach zu sagen, da ist ein todkrankes Kind. Dem Kind täte diese Ergotherapie verdammt gut. Er braucht das. Und es ist keiner da, der das irgendwie finanzieren will, der grünes Licht gibt. So, und ich frage jetzt, ich nehme diesen Hilferuf jetzt gerne hier auf und frage raus zu meinem Publikum. Wer hat eine Idee, wie man das schnell löst? Ihr wohnt im Ruhrgebiet? Wir wohnen im Ruhrgebiet. In welcher Stadt? In Herne. In Herne, okay. Also es müsste irgendwie da so im Umfeld, wie groß sollte der Radius sein? Darf der sein, wo es stattfindet? Herne, Bochum, also er sollte nicht allzu weit fahren müssen. Okay, aber so 20 Kilometer Radius wäre okay, um Herne herum. Okay, wie kann man das arrangieren? Ich bitte euch sehr, zu helfen, indem ihr, wenn ihr eine Idee habt, so schnell wie möglich uns schreibt oder uns mailt, uns mailen am besten unter domian@wdr.de. Wir reichen das sofort an Frank weiter. Frank, mehr kann ich nicht machen. Aber oftmals ist durch solche Aufrufe ist schon sehr viel in Bewegung gekommen. Ich will dir jetzt nicht zu sehr Hoffnung machen. Du hast vielleicht mehr getan, als du denkst, weil es gibt nicht viele Leute, mit denen ich darüber sprechen kann. Meist nur einmal und dann laufen sie weg. Ja, wobei es geht mir hier über das Sprechen hinaus auch das, was dabei rumkommt, dass du eine Hilfe bekommst. Also wir suchen wie dieser Junge eine Ergotherapie bekommen kann im Umfeld von Herne, und der Junge ist todkrank und das muss ganz schnell passieren. Bitte, wenn ihr eine Idee habt, meldet euch so schnell wie möglich bei uns unter domian@wdr.de. Frank, wenn wir was bekommen, bekommt ihr sofort Bescheid, okay? Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht es mit der 21-jährigen Anne. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Anne. Was ist der Grund deines Anrufes bei mir? Ja, und zwar, ich bin seit 3 Jahren in einer glücklichen Beziehung mit meiner Freundin. Und Glückwunsch. Ja, danke. 3 Jahre ist ja immer eine gute Zeit schon. Ja, ja, wir freuen uns auch. Und das Problem ist aber, sie hatte noch nie einen Orgasmus. Ach, noch nie? Noch nie. Also auch nicht mit dir und auch nicht vorher? Auch nicht mit einer anderen Frau, nein. Also auch nicht mit einem Mann oder... Und mit sich selbst auch nicht? Mit sich selbst wohl schon, aber selten, und wenn, dann dauert es lange.
Und das ist wohl jetzt auch schon über 3 Jahre her, dass das mal... Nun habe ich ja gelernt, dass ihr Mädels, wenn ihr Mädels zusammen seid in lesbischen Beziehungen, dann noch viel pfiffiger seid gegenseitig, euch das Schönste zu bescheren als in der Konstellation Mann-Frau. Ja. Und weil Frau kennt halt den Körper von der Frau. Das ist ja eine logische Sache. Und trotzdem ist es dir nicht gelungen, oder euch beiden gemeinsam nicht gelungen, das zu schaffen. Genau. Und das ist, also sie denkt, das ist irgendeine Barriere in ihrem Kopf, die sie nicht überwinden kann. Was könnte das für eine Barriere sein? Tja, wenn wir das wüssten, dann wären wir wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter. Ist sie im Moment bei dir? Ja, sie ist bei mir. Gibst du sie mir mal? Ja, das mache ich doch gerne. Ja, sehr gerne, wenn sie dann möchte. Eigentlich möchte sie nicht, aber sie wird es jetzt schon machen. Ich übergebe. Mann, oh Mann, jetzt überreden wir auch noch die Arme. Den Namen weiß ich ja noch gar nicht. Hallo, hallo. Hallo. Ja, grüße dich. Wer bist du? Michi. Michi. Michi, sag mal bitte der Anne, sie möge den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Sonst haben wir hinten so ein Echo. Ich möchte dich jetzt aber nicht zwingen, mit mir zu sprechen, wenn du das nicht möchtest. Also, wenn du sagst... Ist schon okay. Ja, ich meine, Anne hat ja gerade das Problem geschildert, was ihr habt und was du hast. Und sie sagte zu mir, du hast es ja gerade mitgehört wahrscheinlich, dass du glaubst, da ist eine Barriere. Ja, irgendwas ist da im Kopf, das funktioniert halt nicht. Sag mal so eine Mutmaßung, was für eine Barriere das sein könnte. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, ich habe wirklich keine Ahnung. Wie alt bist du? Ich bin 25. 25. 3 Jahre mit Anne zusammen. Mhm. Vorher rein lesbisch gelebt oder auch Männerbeziehungen gehabt? Nee, rein lesbisch. Rein lesbisch. Und es hat noch nie funktioniert? Nee, noch nie. So, aber es funktioniert, wenn du alleine mit dir Spaß hast. Ja, genau. Die eine sagte gerade, das ist auch ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Oder geht es dir leicht vor? Ein bisschen schwierig, also es dauert schon ein bisschen länger, aber es funktioniert. Ja, das heißt also, du weißt, was ein Orgasmus ist. Genau, ja. Und kannst es auch genießen dann. Ja, sicher. Mhm. Und die Beziehung zwischen dir und Anne, wie würdest du die beschreiben? Also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit ihr. Ja. Seit 3 Jahren. Ja. Und das Sexleben ist auch prima, wunderbar. Also das heißt, da ist die Erotik funktioniert, du begehrst sie auch. Das funktioniert wunderbar. Du magst ihren Körper. Das ist nur dieses kleine i-Tüpfelchen. Ja. Quasi. Hast du schon mal versucht oder habt ihr mal versucht, dass du sie in die Selbstbefriedigung mit einbezogen hast? Wenn du dich selbst befriedigst, dass du sie irgendwie dazu nimmst, mit einbaust in das Spiel? Ja, ich glaube, das kann ich nicht. Da ist auch eine das Barriere. Das funktioniert nicht. Das funktioniert, das wird von vornherein nicht gehen. Mhm. Aber du hast bestimmt eine gewisse Technik dabei entwickelt, wie du es machst, wie du es selbst machst. Ja, sicher. Hast du diese Technik immer erzählt zumindest oder gezeigt? Also schon, also sie macht es jetzt nicht wirklich anders. Mhm. Aber dennoch ist irgendwie, ja, genau, eine Bremse da. Mhm. Bist du gerne lesbisch? Ja. Ja? Ich mag Frauen. Ja. Nee, weißt du, warum ich das frage? Es könnte ja auch sein, ich stoche jetzt mal ein bisschen im Nebel, dass da irgendwie noch eine sexuelle Blockade ist, weil du für deine Identität noch nicht so im Klaren bist mit dir. Nee, dir. Doch. Das ist gar kein Thema. Doch, doch. Ja. Nee, das ist schon alles richtig so. Alles gebongt das und... Passt. Und es passt. Ja, genau. Hm. Das heißt, das ist ja dann immer irgendwie ein bisschen unbefriedigend, ne? Also unbefriedigend kann man das nicht nennen, weil also es macht ja schon Spaß. Schon, aber für Anne wäre es natürlich auch toller, wenn du auch kämst. Ja, es ist auch halt... Während des Sexes ist es halt ein bisschen schwierig, weil beide dann denken, und jetzt könnte es ja funktionieren, das ist halt ein bisschen schwierig. Mhm. Wir müssen auf die Barriere nochmal kommen. Wir müssen irgendwie rauskriegen, welcher Art oder nur ansatzweise diese Barriere ist. Die Barriere, sich vollkommen vor einem anderen Menschen gehen zu lassen? Ja, das ist es. Obwohl du Anne so magst. Ja. Obwohl du sie so liebst. Aber so dieses Letzte, sich wirklich völlig loszulassen, geht noch nicht. Vor was? Hättest du Sorge? Wäre dir das peinlich? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich probiere es ja auch jedes Mal, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie oft befriedigst du dich selbst? Also während der Beziehung eigentlich jetzt gar nicht so.
Gar nicht? Nee. Wann hattest du deinen letzten Orgasmus? Das ist jetzt schon ein bisschen her. Mindestens ja. Ja, das ist lange. Eigentlich viel zu lange. Eigentlich viel zu lange. Also, ich finde das ja, ich kann es schon verstehen, dass man vielleicht im anfänglich so als in der Partnerschaft sich geniert, auch etwas sich selbst zu befriedigen in Anwesenheit des anderen. Aber wenn man da die Barriere erstmal überwunden hat, ist das schon eine verdammt geile Angelegenheit. Ja, und man kann, wenn man da erstmal die Hemmungen überwunden hat, kann man natürlich da auch ganz neue Sachen erleben. Ja, das hat Anna auch schon vorgeschlagen. So, aber sie hat es auch vorgeschlagen. Das ist doch der Weg. Ja, aber das ist schwierig. Das klingt so einfach, aber... Michi, du schämst dich zu sehr. Ja. Zwitscher dir doch einfach mal ein. Manchmal ist das zwar ganz okay, dann ist man ein bisschen lockerer. Also, das ist lustig. Also ich finde, die Grundkonstellationen sind ja super. Ihr seid ein glückliches Paar. Ja. Ihr mögt euch, ihr findet euch attraktiv, ihr findet euch auch geil, ihr beiden. Ja. Ne, ist so. Ja, ich höre euch kreischen im Hintergrund, ist es so. Also bis vor einer Stunde? Bis vor einer Stunde, ja, also okay. Also fehlt jetzt nur der letzte Schritt. Versucht es mit der, befriedigt euch zusammen selbst. Versucht es mit diesem Weg. Was hast du denn zu verlieren? Außer, dass du dich mal im Moment schämst und dann hinterher denkst du, Mann, war ich blöd. 3 Jahre lang habe ich da so ein Theater mit mir gemacht. Ja, du hast schon recht. Das ist ja nichts, es gibt ja nichts Tolleres, als mit dem Menschen, den man liebt, mit dem zusammen einen geilen Orgasmus zu haben. Mhm. Ja? So, ich glaube, ich ahne, was jetzt gleich passieren wird, wenn wir aufgelegt haben. Liebe Michi, grüß die Anne nochmal und versuch mal in die Richtung zu gehen. Okay. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 und schon ist der Andreas hier und Andreas ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Hi, grüß dich. Hallo, Andreas. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Naja, ich habe tierisch Angst vom Zahnarzt und das nicht gerade seit gestern. Ach du lieber Gott, ein Zahnarzt, Phobie-Mensch. Ja, aber hoch 50. Wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Ich habe jetzt genau nachgerechnet, 17 Jahre. Ah, ich will es gar nicht hören. Ich bin doch so ein Zahnsauber-Fetischist. Ja, ich weiß, du googelst 10-mal am Tag, wenn es besser geht. 17 Jahre nicht beim Zahnarzt? Ja. Hast du Zahnschmerzen? Nee, nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Also ist schon fast alles abgestorben, kann man sagen. Die Zähne sehen scheiße aus. Ja. Wenn man in deinen Mund guckt, möchte man gerne sofort wieder weggucken. Ja, wenn da überhaupt noch was zum Gucken ist. Aha. Und man möchte auch gar nicht nur ein bisschen riechen daran, dann geht man laufen. So, der Geruch, die Phase ist auch schon vorbei. Die ist auch schon vorbei. Ja. Also jetzt im Ernst, die Zähne sind sehr verfault und teilweise rausgefallen schon, oder wie? Ja, genau. Die Wurzeln abgestorben und... Hat man da nicht höllische Schmerzen auch? Über einen gewissen Zeitraum? Das war mal eine Phase, so nach 10 Jahren ungefähr. Da hat man sich mit Tabletten vollgepumpt von morgens bis abends. Mhm. Und auch dann irgendwann nichts mehr bekommen in der Apotheke. Ja. Und aber das ist jetzt halt auch vorbei. Man betäubt sich jetzt noch gelegentlich mit Alkohol, wenn es möglich ist. Ja. Aber das ist halt auch keine Dauerlösung. Nee, das ist keine Dauerlösung. Wie reagiert deine Umwelt darauf? Naja, ich habe schon meinen Beruf dadurch verloren. Nämlich? Was hast du gemacht? Also ich war in einer ganz guten Position. Ich musste Vorträge halten, Zahlen vorlesen, Meetings Vorträge vor 10 bis 20 Leuten halten. Ja, genau. Gerade heute in der heutigen Geschäftswelt, da muss man super gute Zähne haben. Ne? Ja, also ich sag's mal jetzt, ich bin echt jetzt im Mund eine totale Katastrophe, ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt meinen Mund zu hab und du siehst mich so auf der Straße, willst du das nie von mir denken. Okay, aber im Beruflichen redet man miteinander, man muss auch mal lächeln und dann sehen die Leute das. Ja, aber da eignest du dir eigentlich auch mit der gewissen Zeit der Technik an. Mhm. Ja. Also man lernt anders so zu sprechen, man lernt anders so zu lachen und naja. Ich sehe das immer an Leuten, wenn die so diese Techniken drauf haben, wenn die ihre Zähne verstecken oder vielleicht auch ihren Mundgeruch unterdrücken wollen, haben die in der Tat immer eine ganz seltsame Art zu sprechen oder auch zu lachen. Wenn die lachen, sieht man nie die Zähne, wenn die lachen. Nee, man hält sich die Mund vor den Hand oder so. Die Hand vor den Mund. Ja, genau. Ja. Oder die Lippen sind so runtergezogen. Oder ja, man guckt halt einfach weg oder lacht halt einfach gar nicht mehr, obwohl man es schon saugerne möchte. Möchtest du gerne lachen oder fröhlich sein oder Emotionen zeigen, das unterdrückt man dann halt. Bist du in einer Beziehung? Ja, schon 13 Jahre lang. 13 Jahre, was sagt denn deine Freundin dazu?
Ja, eigentlich nicht sehr viel, weil sie weiß, dass ich genug Probleme habe. Mhm. Und ich glaube, sie denkt sehr viel darüber nach und das ist eigentlich auch das Größte, was mir an der ganzen Geschichte halt leid tut halt auch. Ne? Die hat ja nur in all den Jahren diese ganzen Phasen mitbekommen. Fäulnis, Gestank, schlechter Anblick und so weiter. Auch nicht so, das lernt man alles zu vertuschen mit der Zeit. Selbst in einer Beziehung? Selbst in einer Beziehung. Küsst deine Freundin dich noch? Meine Freundin küsst mich noch, ich kann froh sein, wenn ich ehrlich sein darf. Es ist ein bisschen dominante, devote Beziehung. Und, wer ist dominant? Sie ist dominant. Ich bin eher der dominante Part. Du bist der dominante, ach so. Ja. Nicht jetzt extreme Art, ja. Mhm, aber da spielt Küssen nicht unbedingt die größte Rolle, obwohl es doch ein großes Zeichen von Emotionen und Hinneigung zeigt. Ne? Ja, ich wäre an deiner Stelle, wenn ich du wäre, gehemmt, jemanden zu küssen. Ja, bin ich eigentlich auch. Ne, ich denke, würde mir denken, der andere ekelt sich von mir. Ja, das denke ich eigentlich jede Stunde. Mhm. So, da müssen wir ja nun mal endlich was dran ändern, Andreas. So, das habe ich schon ein paar Mal versucht und es bringt einfach nichts. Es müsste jemand die Tür reinkommen, müsste mir eine Schlinge um den Hals legen und müsste mich an die Leine nehmen und mit sagen, jetzt gehst du mit und kommst nie mehr zurück. Mittlerweile gibt es ja nun doch überall in Deutschland Zahnärzte, die auch spezialisiert sind, mit Menschen umzugehen, die eine Zahnarztphobie haben. Naja, ich muss dazu sagen, vor 7 bis 8 Jahren ungefähr habe ich einen Versuch gestartet. Ja. Und man hat mir gesagt, es wäre halt eine Totalsanierung möglich. Mhm. Ich leide an einer Analarachnophobie oder nicht mehr Dentalphobie, schon viel, viel schlimmer. Ja. Ja. Man müsste mich in Narkose versetzen. Und, zum Beispiel. Ja, das wäre doch okay, oder? Das ist nicht okay, weil ich auch nicht bis jetzt ganz ehrlich gelebt habe in meinem Leben. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jetzt Schiss, hier 7 Tage mein Haus zu verlassen, weil die Post oder Briefe oder Haftbefehle oder Mahnungen, die in dieser Zeit reinflattern, würden meiner Freundin vielleicht so wehtun. Jetzt kommt noch ein ganz anderes Problem, Paket dazu. Ja, nicht nur eins, sondern mehrere. Also nehmen wir mal an, du hättest sonst keine Probleme. Könntest du dir das mit einer Narkose schon vorstellen? Sofort. Sofort? Sofort. Aber du gehst nicht raus, weil du eine Weile vielleicht ausgeklingt bist? Genau. Da könnten irgendwie, sag mal nur ein paar Stichworten, was da auf dich zukommt oder was du an der Backe hast. Schulden, Haftbefehl. Weswegen Haftbefehl? Haftbefehl auch nur wegen Schulden. Wegen Schulden? Auch nur wegen Schulden. Wie viele Schulden hast du? Ungefähr 20.000. Ja, ja. Ist eine Summe, die ist schon hoch, aber ist noch nicht eine Summe, die einen erschlägt. Ach du, die war schon höher. Ich habe sie jetzt in den letzten 10 Jahren schon runtergedrückt mit eigener Kraft. Mhm. Das heißt, ich bewerbe mich ständig für neue Sachen. Mhm. Mein Lebenslauf, oder sagen wir mal nicht Lebenslauf, sondern Zeugnis, das ist okay. Ich werde auch überall eingeladen. Nur ich traue mich einfach nicht hinzugehen. Für mich ist es wichtig zurzeit, Hauptsache ich habe mein Essen und Brot. Ja. Ich verdiene meine 40, 50 Euro auf einer Baustelle irgendwo und wir haben was zu essen zu Hause. Das ist okay, meine Freundin hat keinen Stress. Und deine Freundin weiß um diese anderen Probleme nicht so genau Bescheid? Nein, 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 nein. Warum nicht? Ach du, sie hat viele Schicksale erlebt, Sterbensfälle in der Familie und es ist auch eine sehr gläubige Familie. Und ich mag dem einfach nicht noch mehr zusetzen. Andererseits gehört ja zu einer engen Beziehung eben auch das absolute Vertrauen. Und dein Leben würde ja leichter verlaufen, wenn du eine eingeweihte, vertraute Person an deiner Seite hättest, was die ganzen Probleme anbelangt, inklusive dieser Zahnprobleme. Sie ist vertraut und ich liebe sie auch sehr, aber warum muss ich sie noch mit noch mehr Scheiße belasten? Weil sie eine Freundin ist und weil das zu einer engen Beziehung dazugehört. Und ich bin fast sicher, wenn sie jetzt zuhören würde... Sie bitte akustisch nochmal. Ich bin fast sicher, wenn die jetzt zuhören würde, okay, dann würde die sagen, Andreas, das glaube ich jetzt nicht. Andreas, das musst du mir sagen. Warum hast du es mir nie gesagt? Ich will ja für dich da sein und dir helfen. Naja, aber... Warum musst du jemanden belasten, der auch gerade seine Euro und Cent verdient, um zu überleben? Warum musst du ihn noch mehr belasten mit irgendwelchen Problemen, was irgendein Idiot mal vor vielleicht 20 Jahren verbockt hat? Andreas, das ist doch das ist in dem Sinn doch kein Belasten. Was du jetzt machst, ist ja ein Belügen. Das ist viel schlimmer, finde ich. Ja, da hast du recht. Ne, ich nehme die beiden Sachen so in die Hand. Mhm. Das ist du belügst sie, das ist so. Mit einer guten Absicht, mit einer ehrenwerten Absicht, aber es ist eine Lüge. Ja. Und ich glaube, dass die Beziehung ist doch eigentlich gut, ne? Ja, ist sehr gut. Ja. So, die ist sehr gut. Wenn ich deine Freundin wäre, wäre ich total sauer, wenn ich das irgendwann erfahren würde, dass du mir das nicht sagst.
Ja, aber du kannst nicht irgendeine Frau oder so, die noch nie einen gelben Brief oder einen roten Brief, wer weiß, was ein roter Brief ist, der weiß, von was ich rede, ja? Wer schon mal einen roten Brief im Briefkasten hatte, du willst nie eine Frau allein lassen, die sowas noch nie vorher gesehen hat. Die wüsste gar nicht zu reagieren in diesem Moment. Du sollst sie ja nicht allein lassen, du sollst sie ja vorher einweihen und einweisen, was da los ist. Auch wenn ich sie einweisen würde, 3-5 Tage lang in einem extremen Kurs, das ist unverständlich, ja. Du glaubst es gar nicht, was heutzutage läuft. Der Gerichtsvollzieher klingelt hier, der setzt dir sozusagen die Pistole auf die Brust. Mensch, Andreas, irgendwann eskaliert deine Situation und dann erfährt sie es, aber volle Kanne kriegt es dann ab. Ja, ich denke halt immer, ich versuche das Beste und... Aber wie lange läuft das jetzt schon, dieses ich versuche das Beste? Oh, 10 Jahre. Ja, also, na hör mal, müssen wir da weiter diskutieren? Irgendwann knallt es wirklich völlig. Und dann steht sie da und ist wahrscheinlich komplett ahnungslos. Also finde ich eigentlich, dass man da gar nicht diskutiert, dass sie so nach und nach eingeweiht werden sollte in dein Leben. Jetzt sind wir von deinen Zähnen völlig weggekommen. Das ist wahrscheinlich fast ein Nebenproblem zu all dem, was dich da sonst umtreibt. Naja. Das Grundlegende ist, dass zu einer funktionierenden Beziehung so eine Offenheit gehört, finde ich. Zu meinen Zähnen möchte ich noch dazu sagen, das hat ungefähr angefangen, ich kann mich noch knapp erinnern, so um die 9 bis 10 Jahre rum. Ja. Da haben einen die Eltern noch regelmäßig zum Zahnarzt geschleppt oder die Schule halt auch. Ne? Mhm. Und ich wurde immer von einem Zahnarzt behandelt, der war halt extrem Alkoholiker und der wurde auch verurteilt im Nachhinein. Mhm. Aber immer wenn ich jetzt den Mund aufmache und ich spüre nur irgendein Geräusch an meinen Zähnen etc., denke ich an diese Zeit zurück. Das hat mir damals Schmerzen bereitet, ja, 3, 4, 5 Tage lang nicht schlafen können einfach. Ja, kann ich verstehen. Insofern ist das nachvollziehbar. Und der Weg mit der Narkose, von dem du gerade gesagt hast, ja, das würde ich sofort machen, wäre dann ja der ideale Weg, dass du ordentliche Zähne bekommst. Ja, und dazu kommt halt noch, das habe ich vergessen hinzuzufügen, Entschuldigung, wie gesagt, ich habe 98 meinen Job verloren. Mhm. Seitdem bin ich halt freiberuflich unterwegs. Mhm. Ich habe mein Brötchen für jeden Tag, aber ich habe mich halt auch nicht krankenversichert. Und ach so, das heißt, du müsstest das alles privat bezahlen? Ich müsste das alles selber bezahlen. Ich bin schon auf das Sozialamt gegangen etc. Mhm. Man hat mir 10 Papiere hingelegt und hat gesagt, füll diesen das aus. Mhm. Darunter waren Papiere, die auch meine Freundin oder Lebenspartnerin ausfüllen müsste, auch die Eltern etc. Und das sehe ich einfach nicht ein. Warum muss sie jetzt mit mir leiden, nur wegen all dem Kack? Warst du bei einer Schuldnerberatung? Ja, eine Schuldnerberatung hat mich am Ende auch zum Sozialamt geschickt und hat gesagt, diese helfen ihnen. Mhm. Ja, aber ich sehe das einfach nicht ein, diese 10, 15 Papiere da auszufüllen, meine Hose runterzulassen, meine Backen hinten auseinanderzureißen, mir reingucken zu lassen. Aber vielleicht geht es nicht anders. Das ist jetzt symbolisch gesprochen, was du gerade gesagt hast. Aber vielleicht geht es nicht anders. Ich meine, du versuchst es ja seit 10 Jahren irgendwie auf dem Wurstelweg da durchzukommen und es funktioniert nicht. Vielleicht musst du einfach jetzt die Radikalkur machen. Du bist ja noch sehr jung, dass du einfach irgendwie wieder einen Tritt fassen kannst und einen neuen Lebensabschnitt anfangen kannst, inklusive neuer Zähne. Das ist ja wirklich jetzt nur so ein Beiwerk mit den Zähnen. Ich glaube, dass da ganz grundsätzlich musst du neu denken und versuchen einfach eine neue Strategie, Verhaltensstrategie auch für dich zu entwickeln. Ich verliere dieses normale Denken halt auch mit der Zeit, weil ich mir eigentlich fast jeden Tag mittlerweile meinen Sixpack in den Kopf reinpfeife und. Andreas, ich merke, während wir hier sprechen, dass das so eine komplexe Geschichte ist um dich herum, dass wir hier im Rahmen dieses Gesprächs da nie und nimmer rankommen. Ja, ist okay. Aber ich möchte gerne dir behilflich sein und dir auch helfen, indem ich dir erstmal das Gespräch mit meinem Psychologen anbiete. Mhm. Da habt ihr erstmal Zeit. Und darüber hinaus fände ich gut, wenn er dir noch ein paar Anstöße geben könnte. Du brauchst einen permanenten Ansprechpartner, mit dem du das alles wirklich im Detail durchkauen kannst. Ich habe halt überhaupt niemanden mehr. Mein Vater, meine Mutter, die sind nicht mehr hier einfach und ich bin ganz alleine und ich versuche einfach keinen mehr in meinen Ruin mitzuziehen. Ja. Und möchte eigentlich nur meine Lebenspartnerin glücklich machen, egal wie schlecht es mir geht. Ja, aber das ist alles sehr nett, was du sagst. Aber das schaffst du so nicht auf dem Weg und du schaffst es auch nicht alleine. Du schaffst es nur mit jemandem an deiner Seite. Mhm. Und wie man das vielleicht irgendwie hinkriegen könnte, versuchen wir jetzt mal im Hintergrund zu überlegen. Mhm. Dafür legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Ist okay. Okay? Ich möchte noch dem Vater mit dem Sohn alles Gute auch wünschen und ihm beste Kraft wünschen, dann die Kinder sind unsere Zukunft. Sehr, sehr lieb und sehr nett von dir, Andreas. Auf Wiederhören. Danke dir auch. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, das war auch die Nummer von Christian. Hallo Christian. 32, guten Morgen. Morgen,
Jürgen. Jo, hallo Christian. Christian, weswegen rufst du mich an? Ich ziehe gerne Frauensachen an. Mhm. Was für Sachen? Also Frauenstiefel. Röcke. Röcke. Strumpfhosen. Strumpfhose und... BH. Kleid. Kleid. Aber kein BH. Bitte? Aber kein BH. Kein BH. Kleid schon, aber kein BH. Unterwäsche von Frauen auch? Nee, das nicht. Das nicht. Und wie ist es so oben? Brezelst du dich auch gerne auf als Frau? Nein, also das auch nicht. Also keine Perücke, keine Schminke, sowas Nein. nicht? Es geht so eigentlich nur so um die Kleidung und die Stiefel. Mhm, genau. Mhm. Hast du viele Frauensachen zu Hause? Ja, ein paar. Bist du lebst du alleine oder in einer Beziehung? Ich lebe noch alleine. Mhm. Was heißt noch? Ist da irgendwas? Hast du eine Freundin oder noch gar nichts im Moment? Nee, noch gar nichts. Hattest du schon mal eine Freundin? Auch noch nicht. Auch noch nicht? Noch kein Mal? Aber ich gehe gerne damit, also ins Bordell. Achso, du ziehst dich als Frau an? Mhm, genau. So wie du es gerade beschrieben hast und gehst dann damit ins Bordell? Mhm, genau. Und hast dann auch, also sexuelle Erfahrung hast du genug schon gehabt? Ja. Mhm. Aber du hast noch nie eine Frau geliebt? Nee, noch nie. Hast du Sehnsucht nach Liebe? Ja, ich habe Sehnsucht. Warst du denn schon mal in irgendwen, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft oder Arbeit oder früher Schule mal verliebt, verknallt so heimlich in ein Mädchen? Ja, das schon. Aber ist nie was draus geworden? Nee, noch nie. Das heißt, außerhalb des Bordells hast du auch noch nie mit einer Frau geschlafen? Nee, auch noch nie. Mhm. Wie lange läuft das schon so mit diesem Spaß an den Frauensachen? Seitdem ich 20 Jahre bin. Wie fing das an? Seitdem ich 20 war. Ja, wie fing das an? Hast du noch eine Erinnerung? Ich hatte damals eine Frau gesehen, die schöne Klamotten anhatte und seitdem ziehe ich die gerne an. Mhm. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus, wenn du diese schönen Klamotten von einer Frau anhast? Das zieht mich dann irgendwie an. Das heißt, das ist eine erotische Geschichte. Das macht genau. dich an. Mhm. Es erregt dich. Ja. Das erregt dich schon, wenn du mit den Frauensachen dann in das Bordell gehst, dann bist du schon innerlich kommst du schon in Fahrt. Genau. Mhm. Wie läuft dann der Sex in dem Bordell ab? Ziehst du die Frauenklamotten ganz aus oder hebst du nur einen Rock hoch oder wie machst du es? Ich lasse die Sachen dann an. Du lässt die an? Mhm. Hast du unterm Rock immer noch eine Unterhose oder hast du nichts unten drunter? Eine Strumpfhose. Eine Strumpfhose? Mhm. Und sonst nichts? Nee, sonst nichts. Und dann wird die Strumpfhose runtergezogen, Rock hoch und los geht's? Mhm, genau. Mhm. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin städtischer Arbeiter. Arbeiter. Weiß jemand was davon, das, was du da so von... Ja, so Nein. Niemand. Also, das setze ich an niemanden. Hast du auch noch niemals einen Freund eingeweiht? Das weiß überhaupt gar nie, kein Mensch weiß das, außer die Mädels im Bordell. Ja, und meine Eltern wissen das. Ach, die Eltern wissen das? Naja, dann haben wir schon mal drüber gesprochen. Wie finden die das denn? Die finden das eigentlich okay. Mhm. Christian, ich finde das eigentlich auch okay, aber ich finde es nicht okay, wenn diese ganze Geschichte dich so isoliert hat und in so eine Ecke getrieben hat, dass du keine Beziehungen führen kannst. Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man einen Menschen findet, dass man Liebe leben kann, Liebe austauschen kann. Und wenn eine, ich sag mal, so ein Fetisch, das ist ja eine Art von Fetisch, den du hast, wenn ein Fetisch einen Menschen vereinsamt, dann ist es immer schlimm. Da ist der Fetisch nicht mehr in Ordnung. Jetzt höre ich gerade die Musik im Hintergrund. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, weil wir dringend noch weiter reden müssen. Okay? Ja, gut. Dann legst du auf und gleich rufen wir dich wieder an. Alles klar. Okay, bis gleich, Christian. Mhm. Tschüss. Bis gleich. So, meine Lieben, das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Martin Haberbosch, Katrin Paulsen, Malte Emels, Ansgar Melachlitzki,
das habe ich mir versprochen, das ist ein sehr schwieriger Name von dem neuen Kollegen. Christian König, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian Part, Max Fischer, Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Jungfrauen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich habe mein Wort gebrochen. Bis nächste Woche Montag.